Damit muss ich mich schon jetzt von allen verabschieden, die via Dreisat mit dabei waren. Liebe Grüße aus Wien. Und wir blicken jetzt noch auf weitere Meldungen des Tages im Überblick. Der Immunitätsausschuss hat heute einstimmig grünes Licht für die Auslieferung von ÖVP-Klubobmann Sebastian Kurz gegeben. Am Donnerstag soll im Nationalrat darüber abgestimmt werden. Mit der Aufhebung der Immunität könnte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft weiter gegen Sebastian Kurz ermitteln. Der Europäische Gerichtshof hat sowohl Polen als auch Ungarn verurteilt. In Polen ist derzeit der Justizminister gleichzeitig Generalstaatsanwalt und kann nicht regierungskonforme Richter absetzen. Das verstoße gegen EU-Recht, so der Gerichtshof. In Ungarn ist das Asylrecht, das unter anderem Flüchtlingshelfer kriminalisiert, nicht EU-konform. Im Grenzgebiet zwischen Armenien und Aserbaidschan sind bei Gefechten mehrere Menschen ums Leben gekommen. Armenien hat inzwischen einen Waffenstillstand angekündigt. Vergangenes Jahr ist es zu einem 6-wöchigen Kampf zwischen den beiden Ländern gekommen. Danach musste Armenien die Kaukasusregion Bergkarabach an Aserbaidschan abtreten. Die Astronauten der Internationalen Raumstation mussten sich vorübergehend in den beiden angedockten Raumschiffen in Sicherheit bringen. Beim Test einer Rakete soll Russland einen eigenen Satelliten zerstört haben. Dessen Trümmer drohten mit der Raumstation zusammenzustoßen. Inzwischen gibt es Entwarnung.